Hallo und herzlich willkommen zu einem Erklärvideo zur inversen Matrix, wie man diese mit der komplementären Matrix berechnen kann. Nun dazu haben wir eine Formel und diese lautet, wir nehmen uns die inverse Matrix und die erhalten wir, indem wir 1 geteilt durch die Determinante von A nehmen und es multiplizieren mit der komplementären Matrix A äh, Kreuz ist das musikalische Zeichen. Ja, das wollen wir an ein an einem Beispiel durchführen. Und zwar haben wir gegeben als Matrix A zwei sieben drei drei neun vier und eins fünf drei. Das ist gerade diese Matrix hier. Und die Determinante davon erhalten wir über die Dreiecksregel. Ähm, ja, und dann kommt minus 3 raus. Ihr könnt noch mal pausieren. Und uns euch anschauen, wie die Determinante berechnet wird. Das erkläre ich aber in einem gesonderten Video zu Determinanten. Und damit erhaltet ihr dann als De 1 geteilt halt durch Determinante a, also als den Kehrwert der, der Determinante minus ein Drittel. Und der zweite Schritt ist, die Einträge von a äh, kreuz, also von der adjungierten oder komplementären Matrix, zu berechnen. Und da äh, berechnet man die Einträge folgendermaßen. Man nimmt minus 1, nimmt es hoch 1 plus 1, nämlich man addiert dann den Zeilenwert und den Spaltenwert und äh, streicht dann in dieser Matrix die IT-Zeile, also hier in dem Fall die erste Zeile, Zack, und die erste Spalte, sprich die J-Spalte. Hier die erste Spalte, zack weg, hat dann noch so eine kleine Unterdeterminante 9453, berechnet diese und erhält dann den ersten Eintrag, der hier stehen muss. Und so verfährt man dann für die restlichen Einträge. Und final setzt man das nun in diese Formel ein und erhält dann final eben die inverse Matrix.